Der Sportbild-Podcast. Die wichtigsten Nachrichten aus Deutschlands bester Fußballredaktion. Olympia, Fußball-Bundesliga, das sind sportliche Zeiten. Ich bin Jan-Malte Andresen. Herzlich willkommen. Das sind unsere Themen. Fußball-Bundesliga, toller Auftakt für Hoffenheim. Was ist noch möglich? Ex-Torwart Dieter Bodensky spricht über die neue Hierarchie im deutschen Nationalmannschaftstor. Olympia, die Zwischenbilanz unserer Reporter in Peking. Und die deutsche Rekord-Olympionikin Birgit Fischer über die Chancen der deutschen Kanuten. Thema des Tages. Fußball-Bundesliga. Unser Sportbild-Reporter Marco Fenske, der hat Liga-Neuling Hoffenheim während der Saisonvorbereitung noch vor kurzem einen Besuch im Trainingslager abgestattet. Jetzt steht der Club schon nach dem ersten Spieltag ganz oben. Und Marco, beim überzeugenden 3:0 im Auftaktspiel bei Energie Cottbus war ja nicht viel davon zu sehen, dass man sich erstmal akklimatisieren müsse in der Bundesliga. Kann man diese Phase so einfach überspringen? Am Ende kann man sagen, dass es sicherlich für den ganzen Verein eine schöne Momentaufnahme ist. Man allerdings diesen ersten Sieg gegen Energie Cottbus nicht überbewerten darf. Das weiß Ralf Rangnick, der Trainer, vermutlich am besten und wird das seinen Spielern auch in den kommenden Tagen noch vermitteln. Ich denke sicherlich, dass sich die Tabellenkonstellation schon in den nächsten Wochen, womöglich schon nach den nächsten Spielen gegen Borussia Mönchengladbach und bei Bayer Leverkusen relativieren wird und Hoffenheim dann letzten Endes nicht mit Mannschaften wie Schalke 04, Bayern München mithalten kann. Allerdings, und das muss man auch ganz klar sagen, hat dieses 3:0 bei Energie Cottbus schon mal ein bisschen die Qualität dieser Truppe, gerade was den Offensivbereich angeht, aufblitzen lassen. Gut, nun sind ja auch Bayern und Schalke nicht unbedingt die Mannschaften, mit denen man sich im berühmtesten Fußballdorf Deutschlands vergleichen will oder zumindest noch nicht. Trotzdem, dass es mit dem Personal nur gegen den Abstieg geht, wird den Hoffenheimern auch keiner abnehmen. Was ist deine Prognose? Was wird's werden für Hoffenheim? Hoffenheim kann, wenn sie das machen, was sie wirklich können und auch in Cottbus gezeigt haben, kann eine sehr, sehr gute Rolle in dieser Bundesliga spielen. Allerdings denke ich, dass Platz 9 mit Sicherheit schon ein riesiger Erfolg wäre. Bevor der Ball zum nächsten Mal in der Bundesliga rollt, ist aber erstmal die Nationalmannschaft dran. Keine 2 Monate ist es her, dass die deutsche Elf im EM-Finale den Spaniern unterlag. Mit dem Testspiel gegen Belgien am Mittwoch beginnt nun also die Operation WM 2010. Bevor die Quali für die WM in Südafrika losgeht, soll Joachim Löw die Chance dazu bekommen, etwas auszuprobieren. Was das sein soll, ist allerdings fraglich. Bei den Deutschen fehlen wichtige Leute verletzungsbedingt. Die meisten Leistungsträger der Belgier sind noch beim Olympischen Fußballturnier. Wir fragen beim 12-maligen deutschen Nationaltorwart Dieter Bodensky nach. Herr Bodensky, aus Ihrer Sicht als Ex-Spieler, mal im Ernst, wie motiviert ist man denn, wenn man nach einer zermürbenden EM, der harten Vorbereitung und dem Ligastart nun zu einem bedeutungsarmen Testspiel gegen eine belgische B11 antreten muss? Wenn das Spiel ist immer was Außergewöhnliches, muss man das auch sagen, auch in der heutigen Zeit, auch für uns war es nur noch ein bisschen mehr, noch höheren Stellenwert, wie es vielleicht heute ist, aber solche Länderspiele sind immer für jeden Spieler was Tolles und was Gutes und was Schönes. Und ich glaube auch, dass man da auch gerne hinfährt und gerne das Spiel macht. Aber ob es Sinn macht, das wage ich jetzt zu bezweifeln, weil, wie gesagt, die meisten Olympiaden, die meisten haben noch nicht ihre Form gefunden und. Also ich denke mal, dieses Spiel kommt eigentlich zu früh. Erstmals ist ja Tim Wiese, der Torwart Ihres Ex-Vereins Werder Bremen, von Bundestrainer Joachim Löw nominiert worden. Werten Sie das schon als Wink, dass er hinter Enke und Adler, in welcher Reihenfolge auch immer, die neue Nummer 3 wird? Och, was heißt ein Wink? Ich freue mich für Tim Wiese, weil ich denke mal, wir haben mit Tim Wiese einen sehr guten Torwart und die anderen Torhüter sind nicht wesentlich besser wie er oder sind nicht besser wie er. Und ich, von daher finde ich das sehr toll, dass er nominiert ist. Und ich glaube, er kann sich jetzt halt mit einem Enke mit Sicherheit auf eine Stufe stellen, wenn nicht sogar für mich der bessere ist sogar. Olympia, nun geht's schon in die letzte Woche in Peking und nun treten die Kanuten auf den Plan. Birgit Fischer war in der Vergangenheit eine höchst zuverlässige Medaillensammlerin für das deutsche Team. 8 Goldmedaillen bei 6 Olympiateilnahmen holte die deutsche Rekordsportlerin. Einziges Problem, in Peking ist sie nach ihrem Karriereende erstmals als TV-Expertin vor Ort und eben nicht als Sportlerin. Uns erklärte sie, wie sie die Chancen der deutschen Paddler einschätzt. Ich denke, die werden wie immer Gold holen und davon genug, also 4 mindestens. 3, 4 Silber, 2, 3 Bronze. Ich denke, dafür sind sie alle Male gut. Sie haben in diesem Jahr gezeigt, dass sie weiter vorne mitfahren. Und warum sollte das jetzt plötzlich anders sein? Es gibt immer mal ein Hoch und Runter, aber Hoch und Runter bei Kanu ist, dass mal eine Medaille weniger kommt oder 2. Aber tiefer ins Loch sind wir bis jetzt nie gefallen. Und ich sehe auch gar keine Andeutung dafür, dass da irgend sowas passieren wird.
Also ich denke schon, dass sie wieder zu dem Medaillenspiegel doch erheblich beitragen werden. Wir werden es erleben, der deutsche Medaillenschrank könnte ja gern noch so ein bisschen Zuwachs bekommen, obwohl es ja schon einiges an Edelmetall gab. Wir wollen mal die Gelegenheit nutzen, so ein erstes Resümee zu ziehen. Unser Sportbild-Chefreporter Sven Beckedahl, der ist seit Beginn der Spiele vor Ort in Peking. Sven, auf eine schwache erste Woche folgte eine stark verbesserte zweite. Die Gesamtausbeute aber ist noch etwas schwer zu bewerten. Wie zufrieden kann man denn bis jetzt sein? Ich denke, bisher kann man durchaus zufrieden sein. Also die Zahl der positiven Überraschungen, die wiegt doch weitaus schwerer als die der herben Enttäuschungen. Natürlich ist es bitter, wenn eine komplette Sportart wie Rudern doch unbefriedigend ausfällt oder eben die Schwimmwettbewerbe, wo ja wirklich das Ganze von einer einzigen Person durch Twitter-Steffen getragen worden ist. Da bleibt dann schon ein bisschen fader Beigeschmack und man fragt sich, warum beispielsweise der Deutsche Schwimmverband diese Strukturreform nicht schon früher aus der Taufe gehoben hat. Das waren jetzt die dritten Spiele in Folge, wo man doch in der Gänze der Mannschaft enttäuscht hat. Und die Frage ist eben, warum erst jetzt? Ich meine, schon vor 4 bis 8 Jahren da was machen können. Es sollte vielleicht eine Lehre sein für manche andere Sportarten, die sich bisher in einem Elfenbeinturm wähnten und jahrelang so weitergeputscht haben und sich von einzelnen Medaillen haben wenden lassen. Bis Sonntag gehen die Spiele noch. Die wichtigsten Entscheidungen im Live-Ticker sowie alle relevanten Nachrichten bekommen Sie natürlich wie gewohnt auf sportbild.de. Wir hören uns Freitag wieder. Bis dahin, tschüss. Mehr Namen, Nachrichten und Meinungen auf sportbild.de und jeden Mittwoch aktuell am Kiosk. Sportbild. Ohne geht nicht.